Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo von mir. Heute habe ich den Blog Travel Memories, heißt er glaube ich, rausgesucht. Und ja, das ist mir wieder ziemlich schwer gefallen, die Papiere zu kombinieren. Aber ja, das ist ja häufig bei Actionblöcken. Also auch die Mattung war schwierig für mich, da die richtigen Farben zu finden und auch die Papiere miteinander zu kombinieren, weil das ja doch schon recht dunkel alles ist. Na genau, dann kommt da eine helle Seite, wenn ich sage, es ist alles recht dunkel. Ja, die ein oder andere hellere Seite war natürlich auch dabei. Aber naja, ihr werdet es ja gleich sehen. Ich habe 17 Karten damit vorbereitet, die wir jetzt gleich auch zusammen basteln. Ne? Voice-over, wisst ihr ja, heute Sonntagsvideo, ich rede die ganze Zeit. Ohne Sinn und Verstand wahrscheinlich, aber egal. Genau, und dann zum Schluss gucken wir uns die Karten nochmal ganz in Ruhe an. Jetzt habe ich einmal den Block durchgeblättert, davon von dem, was ich noch übrig hatte. Ja, Travel Memories heißt er. Ja, da fangen wir auch schon mit der ersten Karte an. Das ist eigentlich so eine Reste-Sketch, würde ich sagen, weil man da verschiedene kleinere Papiere benutzen kann. Die Außen sind gleich groß, dann ein etwas breiteres Stück und ein schmales Stück. Also so ist es auf dem Sketch vorgegeben. Aber theoretisch kann man auch andere Größen benutzen. Ja, also das ist ja nur eine Vorgabe. Also ist ja nur ein Beispiel. Ne? Man kann sich das ja alles immer ein bisschen abändern. Hier habe ich aber, also das sind drei Karten der erste Sketch. Eben weil ich noch Papiere übrig hatte, deshalb sind es auch 17 Karten. Also so Papierreißer, dann dachte ich auch, dann bastel ich halt noch eine Karte damit. Und ja, so kam das zustande. Jetzt kürze ich mir das alles nochmal, weil wenn man das mit Washi-Tape zusammenklebt, ich weiß nicht wieso, man kann das noch so genau anlegen, aber es verzieht sich einfach. So, dann kürze ich mir auch meine Mattung nochmal ein bisschen. Ihr seht schon, da habe ich einen Oval ausgestanzt und einen Spruch drauf gestempelt. Der Spruch ist von Betesin. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein Shop bei Amazon ist. Auf jeden Fall habe ich das bei Amazon bestellt. Ich schreibe euch das nochmal in die Infobox rein. Und sonst findet ihr auch auf meiner Website www.bienenskreativewelt.de. Da findet ihr dann auch einen Reiter mit, was ich alles benutze. Und da könnt ihr auch nochmal zur Not nachschlagen. Oder ihr schreibt mir einfach einen Kommentar, wenn ich irgendwas vergessen habe. Und ihr sagt mir einfach Bescheid. So, dann mache ich jetzt von Love from Lizzie noch ein paar Stickerlinien rum, da wo sich die Papiere schneiden, also nicht überlappen tun sie ja nicht, die schneiden sich. Ja, und meine ATG, meine rosane, die Patronen, die Klebebänder, die sind alle. Und jetzt muss ich mich hier mit dem, also das klebt deutlich, also das ist schon von der Haftung, vom Kleben an sich viel extremer, also und halt breiter, ne? Ein bisschen schwierig die Handhabung, aber mit ein bisschen Übung geht's jetzt mittlerweile. Aber jetzt, guck mal, was das für breite Streifen sind. Und man muss das langsamer machen, sonst reißt das Papier. Jo, genau. Das Stanzteil, was ihr da seht, das ist aus so einem Die-Cut-Book von Action. Ich zeige euch das später auch nochmal. Aber es fällt mir jetzt gerade ein, deswegen sage ich das jetzt direkt mal. Ach. So, habe mir das noch ein bisschen gekürzt und dann klebe ich mir das Flugzeug mit Flüssigkleber auf. Das ist immer noch der Craft Glue von Craftelier. Bald habe ich einen anderen, also wenn mein Fläschchen endlich leer ist irgendwann. Ich habe zwar noch den Tacky Glue von Craftelier, aber ich habe mir auch den, ja... Ne, genau den habe ich mir auch gekauft. Art Glitter Glue. Ich muss immer an Glitzer denken, dann kann ich mir das merken. Art Glitter Glue. Ich hoffe, der ist so gut, wie alle sagen. Es gibt noch Barely Art Glue. Ich weiß nicht, ob der genauso gut ist oder noch besser ist. Aber das ist unbezahlbar tatsächlich für so einen Kleber. Ich habe für den Art Glitter Glue schon für so ein kleines Fläschchen 15 Euro bezahlt. Also... ne. Aber wenn sich's rentiert, dann wird sich's ja lohnen, wenn er so richtig gut ist. Weil beim... also das habe ich mir jetzt übrigens mit Foam-Tape erhöht und klebe ich dann zentriert auf. Und irgendwas nehme ich bestimmt noch dazu. Diese Glitzerpunkte von Temu.
Wollte ich jetzt sagen? Achso, bei dem Kraftklo, da ist es so, der ist halt sehr feucht, da wälzt sich alles, ne? Da ist viel Wasser oder was weiß ich mit drin. Auf jeden Fall wälzt er sich so extrem und das stört mich ein bisschen, aber aufbrauchen werde ich ihn trotzdem. Ja, und da seht ihr auch die andere Karte, auch schön. Mir gefällt der Sketch richtig gut, muss ich sagen. Ich mag den sehr gerne. So, der nächste Sketch. Am Anfang war ich sehr kritisch. Also immer, wenn ich meine Karten vorbereite, bin ich immer sehr kritisch. Also am Schluss vom Basteln gefallen sie mir erstmal alle nicht mehr. Und wenn ich dann ein paar Stunden später oder einen Tag später drauf gucke, dann bin ich ganz zufrieden damit. Dann dachte ich, ach, das sieht ja doch gut aus. Ja, so ist das. Immer wieder. So, da habe ich mir ein Designpapier zurechtgeschnitten und oben rechts die Ecke abgerundet. Und dann das Teil, was ich jetzt in der Hand habe, das ist eine Stanze, so eine Fensterstanze, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, tatsächlich deswegen. Mir fehlt noch so eine Stanze, die so ist wie so eine Schüttelkugel zu Weihnachten. Die gab es mal bei Action. Ich habe sie nicht gekriegt. Und ich weiß nicht, ich finde die auch nicht im Internet. Also wenn, ich weiß nicht, wie das heißen soll auch, ne? Diese Glockenform da. Ist das Glocke? Nee, nicht Glocke. Aber wie bei so einer Schüttelkugel halt, ne? Ja. Also, falls einer von euch weiß, was ich meine und wo man es herkriegen kann, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, weil das würde mich persönlich für mich interessieren. So, das habe ich jetzt einmal gemattet auf jeden Fall, den Aufleger. Dann mache ich mir mit Kraftpapier, habe ich mir noch so einen schmalen Streifen geschnitten. Den klebe ich jetzt im linken Bereich einmal von unten nach oben über die Mattung drüber, weil das ist nun die erste von zwei Mattungen. Deswegen, da geht es aber beides drüber. Da nervt der Kleber da. Naja, ich glaube, der wird mich noch ein bisschen mehr beschäftigen. Also, dann habe ich wieder Love from Lizzie Liniensticker genommen. Die glänzen so ein bisschen. Genau. Und ja. Genau und ja, gute Erklärung. 1A, Leute, wa? Ja, jetzt schlage ich mir das um und dann klebe ich mir das auf jeden Fall auch noch auf die andere Mattung drauf. Auf die, ich glaube, das ist Kraftkarton. Jo, oder Kraftpapier. I don't know. Ich habe auch noch so Papier, was ich aufbrauchen muss, so dünneres, das nervt mich total. Das versuche ich jetzt erstmal wegzukriegen, also auch farbiges teilweise. Und ich möchte nur noch dickeres haben. Und da sieht man, der Kleber klebt so gut, dass er das Papier so reißt. Also das ist, da ist diese leichtere, also der mit auf der Pinkrolle, der klebt ja auch gut. Ausreichend für Papier. Und der ist schon ein bisschen zu stark für manches Papier, tatsächlich. So, jetzt hat es mal kurz geklingelt. Ich glaube, das hat man auch im Hintergrund gehört. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir vorgenommen, ja, guck mal, das hat das Papier so zerrissen, dass ich mir dann nochmal ein doppelseitiges Klebeband so vom Action so ein dünnes nehme, um dem Ganzen ein bisschen mehr Halt zu geben. Aber ich werde die Rollen jetzt auf jeden Fall aufbrauchen, da habe ich auch noch einige von. Und ja, wo ich mir damals, ich hatte mir erst die gelbe bestellt und dann hatte ich mir die pinke bestellt und dann habe ich das gelbe direkt irgendwie liegen lassen und ich habe die jetzt, glaube ich, boah, 2 Jahre oder so gar nicht benutzt. Und ja, man sieht, der Kleber, der hält ja immer noch echt gut, ne? So wie das zerreißt. Ja, jetzt brauche ich es endlich mal auf. Und dann habe ich mir schon neue Kleberollen für meine pinke bestellt. Die sind auch heute angekommen und heute ist natürlich nicht Sonntag, ne? Ich nehme das dann nicht. Das ist nur das Sonntagsvideo. So, da sind noch so Aufkleber, die habe ich mir mal bei Temu bestellt, weil irgendwie habe ich mal gedacht, ich möchte gerne, wie heißt das denn jetzt? Ich mal wieder, ne? Ich weiß mal wieder nicht, wie es heißt. Genau, da nehme ich jetzt noch einen Boss-Sticker. Ist das die Kamera, die ich jetzt nehme? Ich glaube schon. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich komplett raus. Habe ich mir mal bei Temu bestellt, weil ich mal. Ach so, wie heißt das denn? Das, was so halt retro- oder vintage-mäßig aussieht, da wollte ich mal machen. Diese Bücher. Mein Gott, wie heißt das denn jetzt? Ihr wisst ja, ich und wie heißt das jetzt, ne? Also, wenn ihr es wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt regt es mich wieder auf. Immerhin habe ich mir jetzt das Wort Trägerfolie gemerkt. Trägerfolie. Danke an alle Lieben, die mich nochmal darauf hingewiesen haben. Es ist mir natürlich auch nach dem
Ein paar Stunden nach der Aufnahme ist es mir dann auch wieder eingefallen. Naja, so ist es halt, ne? Auf jeden Fall, da habe ich die Stempel benutzt von Craft irgendwas. Ich habe es in die Kamera, ihr habt es gesehen. Und da benutze ich noch ein paar Perlen von, ich glaube, die waren von Craft Sensation sogar. Das ist von irgendwann von Ewigkeit mal von Action gewesen. Craft Emotions, jetzt weiß ich wieder. Handlettered irgendwas. Packe ich natürlich auch den Link in die Infobox. So. Dann, da habe ich wieder vom Die Cut Book. Jetzt zeige ich es auch. Da fällt mir ein, ich wollte es ja zeigen. Tada! Habe ich mir wieder was rausgesucht. Hier war ich mal mutig und habe mit Grün gemattet. Weil ich wollte nicht mal so, also nicht zu dunkel, weil sonst, boah, das wird alles zu dunkel sonst. So, jetzt habe ich mir meinen Aufleger, den matte ich mir erstmal. Mit Grün natürlich. Und dann seht ihr rechts, dass ich noch ein etwas kleineres Rechteck geschnitten habe. Aber auch so, dass die Proportionen gleich sind, dass oben, links, rechts, unten der gleiche Abstand ist. Und das matte ich mir dann auch noch mal mit dem Grün. Ja, da habe ich noch aus einer anderen Farbe. Was ist das? Auch Kraft eher, ne? Ja, habe ich mir das Fähnchen geschnitten, so wie das auch auf dem Sketch zu sehen war. Ich wollte jetzt nicht noch einen Grünton mit reinbringen, das wäre too much gewesen. Ich musste für meine Augen noch irgendwas anderes mit reinbringen. Also, jetzt kürze ich mir das Ganze auch noch zurecht eben. Dann bin ich nicht zufrieden, dann muss ich noch weitermachen. Und dann ist meistens auch, dann muss ich da noch mal machen. Wenn das nicht auf Anhieb das nicht funktioniert und da etwas zu wenig ist, dann muss man halt so lange fummeln. Und das habe ich im Moment leider irgendwie öfter. Ich habe da irgendwie den Dreh gerade nicht raus, sozusagen. Irgendwie will das gerade nicht. Naja. So, und das klebe ich mir jetzt auch genau in die Mitte. Dann habe ich mir da dieses Rechteck ausgestanzt und meinen Spruch drauf gestempelt. Ich habe natürlich vorher schon geguckt, wo der Pfeil lang geht und so. Also, der Pfeil, ach mein Gott. Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich total raus, nachdem der hier war. Ja, nee, ich klebe es mir ebenerdig auf. Nicht erhöht. Genau, finde ich ganz toll, dieses Stanzteil. Und ich mag das, wenn die so glossig sind, so embossed, würde ich jetzt einfach sagen. Meine Nase ist wieder zu. So, dann nehme ich dann noch diese Glitzerdinger in Grün. Ich hatte leider nichts anderes. Also in dem Moment habe ich habe geguckt, aber ich hatte nichts anderes, was mir gefallen hätte. Deswegen habe ich die genommen eigentlich. Obwohl ich eigentlich finde, dass Glitzer nicht so gut dazu passt. Aber ich hatte, wie gesagt, farblich. Ich hatte ein Brett vorm Kopf, ne? Ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Habe ich das genommen. Ist okay, aber es gibt bestimmt auch eine bessere Alternative tatsächlich. Aber nicht in meinem Bastelschrank. So, man guckt ja, was man hat. Boah, der Sketch da unten links mit den ganz vielen kleinen Kästchen, den. Boah, ich habe zwei. Und ich saß richtig, richtig lange dran. Ich habe zwei Versuche gestartet. Einmal mit so einer Kästchenstanze. Boah, das ging schon gar nicht. Also, es war auf jeden Fall die ganze Katastrophe. Ich habe mich so aufgeregt. Ich weiß nicht, wie lange ich da dran saß. Für die bestimmte Stunde. Für nix und wieder nix. Und dann habe ich gesagt, nö, ich mache diesen Sketch nicht. Der hat mich gebrochen. Also, das ging gar nicht. Ja, so, da habe ich mir einen Aufleger zurechtgeschnitten und den matte ich mir auch gleich in schwarz und habe mir deshalb auch einen schwarzen Streifen, einen breiten in die Mitte gemacht. Ach, bei der Karte bin ich auch skeptisch. Sagt mir mal, wie ihr die findet. Also bei der bin ich skeptisch. Die fällt auch so aus der Reihe. Aber da habe ich vielleicht wieder meine 5 Minuten gehabt und deshalb sieht sie so aus, wie sie aussieht. Und ich wollte unbedingt diese. Manche hatten ja so eben die Christusstatue oder von New York die Freiheitsstatue und so. Und ich wollte das unbedingt irgendwie verwenden. Und deswegen habe ich mir das jetzt für diesen Sketch zum Beispiel gemacht und mir das halt so mit einem Kreis halt ausgestanzt.
Ja, jetzt erhöhe ich mir das Ganze noch, diesen ausgestanzten Kreis. Ich wollte das einfach irgendwie verwenden. Und wenn ich irgendwie mich zwinge, irgendwas verwenden zu wollen, dann bin ich meistens unzufrieden mit den Karten. Also ich muss es einfach lassen. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Aber nicht auf Krampf. Da neige ich leider manchmal zu, weil ich unbedingt alles benutzen will. Da mit der Christusstatue. Habe ich das richtig gesagt? Genau. Vorhin habe ich es auf jeden Fall gesagt. Egal, auf jeden Fall mache ich mir dann noch Glitzersteinchen in schwarz und rechts hin und dann war es das eigentlich auch schon. Den Spruch habe ich mir auf den Kreis drauf gestempelt schon. Ja. Ich weiß nicht. Was meint ihr? Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht, was ich davon halten soll. So, der nächste Sketch. Jetzt überlege ich kurz. Ah ja, der hat mir gut gefallen, der Sketch. Den fand ich toll. Hier habe ich mir meinen Spruch auf dem Rechteck, was ich mir zurechtgeschnitten hatte, aufgestempelt oben. Und das matte ich mir noch. Auf der vorbereiteten Karte habe ich es nicht gemattet. Und ich dachte, dann matte ich mir das auf der Karte beim Basteln halt. Aber es sieht beides gut aus. Entweder gemattet oder nicht gemattet. Ich finde, es sieht beides gut aus. So, da habe ich mir jetzt ein Bannerchen zurechtgeschnitten. Und den matte ich mir auf jeden Fall auch. Also da habe ich alles gemattet eigentlich. Und mein Papier, das matte ich mir natürlich auch. Weil dass ich nur auf eine weiße Karte, das mache ich eigentlich nicht. Habe ich am Anfang mal gemacht, aber das kann ich irgendwie nicht. Sonst würde ich eher nochmal mit weiß matten und dann auf die Karte draufkleben. Das mache ich ja auch manchmal. Wenn mir das in den Sinn kommt, man kann ja auch mit weiß matten, weil ich vergesse das einfach dann auch, ne? Es ist auch aus so Sachen, die ich benutzen will. Die sind aus dem Gedanken raus und entweder nach dem Vorbereiten denke ich, ach Mist, du wolltest auch das benutzen, vergessen. Oder generell, irgendwann fällt einem ein, ach, ich könnte ja das mal wieder benutzen, ne? Weil man ist ja doch in seiner Routine so drin, dass man das manchmal aus den Augen verliert, ne? So Sachen. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber. Entschuldigung. Ja, habe ich mein Wort zum Sonntag quasi, ne? Genau, jetzt auch hier alle Überreste abschneiden mit dem Hebelschneider. Genau, dann klebe ich mir mein Stanzteil schon auf mein Hauptelement auf. Da gibt es sicherlich noch schönere Begriffe für, aber nicht in meinem Kopf. Ja, deswegen mag ich persönlich auch lieber mit Musik spielen, weil mir fehlen so oft Worte einfach. Und das ärgert mich dann immer. So, jetzt schneide ich auf jeden Fall das Bannerchen auch noch unten rein. Das will nicht so richtig. War ja klar. Jo. Und genau, jetzt klebe ich mir das eben so ziemlich links auf meinen Aufleger drauf. Das hellblaue Papier ist übrigens, da sind so Palmen auf dem Papier drauf. Und da habe ich einfach nur den Himmel genommen, sozusagen. So, dann erhöhe ich mir meinen Spruch quasi. Mit 1 mm vom Tipp vom Action. Genau, und klebt das so halb über den Banner und halb auf das Designpapier. Und mir gefällt der Sketch richtig, richtig gut. Ich finde die Karte sehr schön. Und dann nehme ich da wieder meine Halbperlchen in Braun. Genau, das links ist sogar ein Embosster-Sticker. Da habe ich mir auch den weißen Rand ein bisschen abgeschnitten. Das war mir ein bisschen zu viel. Also, nächster Sketch. Ah ja, das ist mal quasi eine etwas andere. Also, das hat nichts mit Reisen zu tun jetzt. Was ich draus gemacht habe, auf jeden Fall. Da habe ich mir auf jeden Fall ein Designpapier zurechtgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Das ist
auch so, dass es nachher oben, unten, links, rechts der gleiche Abstand ist. Ja, ist aber nicht mein Aufleger direkt, weil da habe ich noch ein großes Designpapier geschnitten. Aber ich dachte, ich fange mal so an. Genau, da nehme ich mir wieder Stickerlinien in Blau. Ich habe das übrigens in Gelb genommen, weil der Embossed-Sticker, der da gleich drauf kommt, der enthält Gelb. Und ich wollte nicht noch Blau mit Blau und noch mehr Blau, weil da ist schon echt genug Blau, meiner Meinung nach. Ja, das ist ja auch so ein Grünton, ne? Ich kann das hier in der Kamera echt schlecht sagen. Ob das jetzt blau oder grün ist. Ich würde blau sagen. Von hier aus gesehen. Wäre logisch, deswegen habe ich es auch blau gemattet, ne? Macht schon Sinn. So, das klebe ich jetzt erstmal auf meinen Kartenrolling auf. Und genau, dann auch da wieder die Überreste ab. So gut wie es geht. Gleichmäßig. Hat funktioniert. Und genau, dann klebe ich mir auch den mit der ATG fest. Also ich mache ATG-Kleber drauf. Und platziere mir das dann genau in der Mitte. Genau, und den klebe ich mir auch einfach ebenerdig auf. Da habe ich schon links Danke drauf gestempelt. Mit den Clear Stamps. Kleine Sprüche, wo ich mich echt geärgert habe. Mir war das Hallo da drin super wichtig und das ist einfach verloren gegangen. Weil, das ist mir leider bei denen aufgefallen, die halten dann nicht mehr an dieser Folie, die da, also in denen die, wo die drin dranhängen. Irgendwie kleben die da nicht mehr richtig dran. Die sind da so locker und fliegen da so rum und gerade der wichtigste, mein Hallo, ist weg. Gerade so ein kleines Hallo. Jetzt habe ich da, ich habe auch gerne da das Hallo Baby benutzt. Jetzt habe ich da nur noch Baby und kein Hallo mehr. Naja. Also das hat mich wirklich geärgert. Naja, kann man nichts machen, ne? Ich glaube, ich finde das auch nicht wieder so klein. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall Klebequadrate genommen. Die sind 4 mm hoch, viel zu groß für meinen Geschmack, aber ich will sie ja endlich aufbrauchen. Obwohl, dafür geht es tatsächlich. Für die Blumen so finde ich das eigentlich doch ganz hübsch. Das Blumenstreuskin. Genau, dann nehme ich auch wieder die Glitzerpunkte. Diesmal in Bleu. Von Temu. Da sind so mehrere Lagen drin gewesen. Und dann fällt mir ein, ich wollte noch was machen. Das habe ich auf der anderen Karte gesehen. Das Bastelband von Teddy. Diese einfache Schnur. Da mache ich noch ein kleines Schleifchen. Also Schleifchen machen kann man damit echt gut, muss ich sagen. So, und das kommt da unten dann so an meinen Strauß zusammen. Strauß dran, das, als ob das so halt so drum gewunden, mein Gott, drum gebunden wäre. Sollte den Effekt haben. Und das finde ich sehr hübsch. Genau. So, ich habe immer versucht, wenigstens ein bisschen Farbe reinzubringen, in die Papiere. Ja. Hier jetzt wieder mit Grün. Ach so, das ist so Glitzer-Cardstock. So grünes Glitzer-Cardstock. Da habe ich mir ein Designpapier zurechtgeschnitten. Also jetzt mache ich mir erstmal einen langen Fähnchen. Also auf beiden Seiten kommen die Fähnchen rein. Und da sieht man das Designpapier, was ich genommen habe. Und das rechts, dieser grüne Streifen, den ich jetzt habe, das ist auch Designpapier. So, und ihr seht, dass das ist mit diesen Sehenswürdigkeiten da im Hintergrund. Das wollte ich einfach auch verwenden irgendwie. Ja, und das habe ich jetzt da gemacht. Und das ist ja alles so ein ziemlich, boah, was ist das für ein Farbton? Eine Mischung aus Grün und Gelb irgendwie so. Ja, sehr schwierig auf jeden Fall. Ich drück's mal nett aus, es ist schwierig. Genau. Wollte ich aber auch benutzen, ne? Und nicht auf Krampf. Also, ich versuche mal natürlich so viele Papiere wie möglich zu verwenden, verschiedene. Genau, jetzt matte ich mir das erstmal. Irgendwie rede ich immer nur die Hälfte. Es tut mir leid. Ja, irgendwer sagt, ich soll mich nicht entschuldigen. Entschuldigung fürs Entschuldigen, ne? Nein, Quatsch.
Machen wir einfach weiter. Wir haben es überhört. So. Jetzt klebe ich mir das von meinem Kartenrolling drauf. Dann habe ich mir da so ein Rechteck gestanzt. Und dahinter kommt eben, ja, dieses Fähnchen, Bannerchen. Wo ist da der Unterschied? Keine Ahnung. So, das erhöhe ich mir dann. Das ganze Element. Auch wieder mit dem 1 mm Foam Tape. Genau, da mache ich da. Also, ich mache mir auch auf die Fähnchen noch was drauf, weil ich will nicht, dass das absackt. Das soll stabil sein. Ja, ich raff mich jetzt immer auf, ein bisschen mehr Kleber zu verwenden, weil ich doch recht sparsam oft bin. Aber es hat bisher immer alles gehalten. Also ich hatte noch keine Karte, auch die jetzt schon Jahre alt sind, die irgendwie auseinandergefallen sind tatsächlich. Deswegen denke ich mir mal, ja, warum verschwenden, ne? So, da habe ich mir viel Glück drauf gestempelt, mehr so in der linken Seite und rechts kommt dann mein Moppeteten. Da nehme ich dann wieder die Schaumstoffquadrate. Ja, die kleben erst nicht so richtig, aber wenn man sie festdrückt, dann kleben sie schon. Da muss man mit ein bisschen Schmackes gegenhalten, tatsächlich. So, auch da mache ich jetzt die Trägerfolie wieder ab. Genau. Und das ist halt für mich immer, denke ich, oh, da ist so wenig drauf, ne? Da muss doch irgendwas drauf, ne? Aber es muss ja nicht immer so zugeklatscht sein, ne? Manchmal kann es ja auch ein bisschen. Ach, Mensch, in der Vorbereitung wusste ich noch, oder als ich das gebastelt hatte, da wusste ich noch, wie ich das ausdrücken wollte. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nicht sparsam. Einfach ein bisschen luftiger. Ich komme jetzt nicht drauf. So. Auch der Rucksack ist so schön, ne? Gefällt mir richtig gut. Das ist auch wieder ein Emboss-Sticker gewesen. So, und jetzt der letzte Sketch. Ja. Da dachte ich mir, ich probiere mal was aus. Also unten, ich habe meinen Aufleger zurechtgeschnitten, da habe ich unten die Ecken abgerundet und matte mir das. Das wird auch wieder eine Doppelmattung. Ich matte mir das zuerst mit Braun. Wie man sehen kann. Versucht das so gut wie in der Mitte so gut wie es geht, in der Mitte aufzukleben. Und ja, da habe ich mir auch wieder. Das ist eine Stanze gewesen, dieses Bannerchen, Fähnchen. Ist ja auch wurscht, da brauche ich auf jeden Fall nur die eine. Das hat von der Länge super gepasst und da links dieses Fähnchen schneide ich mir eh ab. Das endet quasi, wo auch die Mattung endet. Dann habe ich mir da einen kleinen Kreis ausgestanzt, meinen Spruch drauf gestempelt und guck, dass ich mir den so rechts aufklebe. Und jetzt kommt es ab. Es kommt üb. Und dann habe ich mir eben noch diese Stanze herausgesucht. Das klebe ich jetzt daneben. Und dann mache ich jetzt oben so wieder diese Kordel, dieses Band dran. Und in der Vorbereitung da habe ich das doppelt gemacht. Und dann dachte ich, ist das vielleicht ein bisschen dick. Und hier habe ich es jetzt einmal gemacht. Aber ich würde sagen, doppelt hat mir besser gefallen als jetzt dieses einfache. Genau, ich weiß gar nicht, das mache ich mir dann offensichtlich ebenerdig. Flach, einfach flach. Flach ist auch ebenerdig. Flach, ich klebe mir das flach auf. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, meinen Kleberadierer ohne den kann ich eh nicht, muss ich ja andauernd benutzen. Also in der Vorbereitung natürlich noch mehr, ne? Da ist ja jetzt quasi alles schon so zurechtgeschnibbelchen. Und genau. Das will nicht so, wie ich will, aber es muss. So.
Dann klebe ich mir das auf meine zweite Mattung drauf. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, ne, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Auch wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wie gesagt, ihr dürft immer gerne Kommentare schreiben, Fragen oder Kommentare, wie euch was gefällt oder auch nicht gefällt oder so, ne? Ich bin da offen für alles und antworte auch jedem. Genau, und jetzt mache ich mir dann noch mein Schleifchen. Wie gesagt, mit dem kann man echt gut Schleifen binden. Und die klebe ich mir gleich aber noch mit dem Glue-Dot fest, sonst wabbelt das da so rum, das finde ich blöd. Also es braucht schon einen gewissen Halt. Ja, und noch ein bisschen in Eigenwerbung. Ich habe auch jetzt hier Patreon und die Kanalmitgliedschaft für Action, mein Gott. Für YouTube könnt ihr bei mir erwerben. Ihr kriegt dafür natürlich auch was, ne? Also es ist auf Patreon und auf der Kanalmitgliedschaft fast identisch. Ihr kriegt zum Beispiel für 3 Euro ein Video, also ein Bastelvideo und auf jeden Fall auch noch so Sachen hinter den Kulissen, noch Videos oder wie ich ATC-Karten bastel oder sonstiges. Das bekommt ihr dann dafür oder bei 7 Euro gibt es 5 Videos extra und noch die ganzen Hintergrundsachen dazu. Und ja, ihr könnt euch das ja wenigstens mal angucken oder ja. Ihr versucht es einfach mal einen Monat. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr ja wieder kündigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei meinem Traum unterstützt. Und ja, jetzt sind wir auch mit den Karten durch. Und jetzt zeige ich euch nochmal die 5, 17. Es waren 17 Karten. Die 3, 6, 9, 17. Die 17 Karten mit dem Block Travel Memories. Also die gefallen mir besonders gut. Also ich glaube, das sind meine Lieblingskarten. Ich mag den Sketch einfach auch so unheimlich gerne. Ich wiederhole mich, aber welche, also es, manchmal gibt es Sketch, die packen mich einfach. Die könnte ich immer wieder basteln. Meistens ist es so, ja, einmal gebastelt, ne? Ist ganz okay oder ist nicht, gefällt mir nicht, aber so, dass sie mir richtig gefallen, ist selten tatsächlich. Aber der gefällt mir richtig gut. Ja, aber im Grunde finde ich, also bei der Karte weiß ich jetzt nicht. Christusstatue, doch ist es, ne? Aber grundsätzlich bin ich doch recht zufrieden mit meinen Karten, muss ich sagen. Auch wenn ich da erst sehr kritisch war und es alles wieder nicht so einfach zu kombinieren war. Aber so im Nachhinein betrachtet, sind die doch echt hübsch geworden. Und natürlich haben die embossten Sticker mega dazu gepasst und auch die vom Die-Cut-Book, die Die-Cuts. Das war echt. Ich hoffe, davon bringt Action noch mehr raus, noch mal mehr Bücher irgendwie, weil die sind echt mega, mega schön. Ich benutze die unheimlich gerne. Ja, und ich glaube, jetzt gleich sind wir auch schon durch. Genau, das sind die letzten 2 Karten. Ich möchte euch danken fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben die Karten und das Video gefallen. Und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.